Diese Fahrpreiserhöhung der BVG ist leider kein Aprilscherz. Seit heute müssen die mehr als 500.000 Berliner, die täglich den Bus, die Straßenbahn oder die U-Bahn benutzen, einiges mehr auf den Tisch der Berliner Verkehrsbetriebe legen. Um diese Fahrpreiserhöhung, es ist übrigens die fünfte seit 1945, hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche Debatten gegeben. Nicht mehr 35, sondern 40 Pfennig für einen Einfachfahrschein der Straßen- oder U-Bahn und 50 Pfennig für einen Bus-Einfachfahrschein, das stieß bei allen Fahrgästen auf Ablehnung. Auch der Preis von 60 Pfennig für einen einfachen und von 70 Pfennig für einen Doppelumsteiger fand nicht viel Gegenliebe. Wir wollten heute wissen, wie haben die Berliner am ersten Tag der neuen Preise auf die Erhöhung reagiert? Oberverkehrsmeister Schindler sagte uns dazu. Seit heute früh tritt nun die neue Verkehrs- und Tariferhöhung bei der BVG in Kraft. Wir haben uns nun natürlich im eigenen Interesse an den Haltestellen und überall in den Punkten aufgehalten und haben feststellen wollen, wie reagieren unsere Fahrgäste auf die Tariferhöhung. Wir waren eigentlich erstaunt und nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, die ebenfalls zu diesem Zweck eingesetzt waren, haben uns gewundert, dass unsere Fahrgäste so gut wie gar nicht auf die Erhöhung reagiert haben. Es ist also tatsächlich so, wie wir angenommen haben, dass unsere Fahrgäste mit der Erhöhung selbst nicht, ich will nicht sagen einverstanden waren, aber sie eben hingenommen haben in der Annahme, dass es tatsächlich eben ein notwendiges Übel ist. Selbstverständlich ließen wir uns auch von den Berlinern die Meinung sagen. Ich habe erst gedacht, es ist ein Aprilscherz, aber ich musste 50 Pfennig bezahlen. Es ist empörend. Das ist gar nicht mehr tragbar. Ich fand die Überschrift des 7-Uhr-Blatts am letzten Montag ganz gut. Wir werden der BVG was husten. Und man sollte sich nicht wundern, wenn viele wieder zur S-Bahn abwandern. Von mir aus kann es billiger werden statt teurer. Sie sind für einen Rentner viel zu hoch. Und wenn ich es mal kann, benutze ich jetzt auch mal die S-Bahn. Ja, wenn Sie mich befragen, dann muss ich Ihnen sagen, dass meine Meinung dazu nicht objektiv sein kann, da ich selbst bei der BVG beschäftigt bin und aus diesem Grunde die Fahrpreiserhöhung voll inhaltlich unterstütze. Ich bin der Meinung, ein bisschen zu teuer. Trage mich schon mit dem Gedanken rum, mir jetzt ein Moped zu kaufen, das lohnt sich dann ein bisschen. Wer nur eine große Familie ist, nimmt sich ein Auto. Die Westberliner hatten ein Recht darauf, für einen verbilligten Fahrpreis zu fahren, weil sie die S-Bahn ja nicht mehr benutzen sollen, um der Ostzone keine Westmark zur Verfügung zu stellen. Die Fahrpreiserhöhung ist sehr schlecht für Berlin. Soweit die Berliner, die ihre Groschen wohl zu wägen wissen. Nach ersten Beobachtungen von BVG und Polizei war von einer Abwanderung zur S-Bahn heute noch wenig zu spüren. Erst die kommenden Wochen werden aber lehren, ob bei den Berlinern der bisher gezeigte politische Instinkt oder die Verärgerung über die erhöhten BVG-Tarife obsiegt.